Meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Vlog hier aus dem wunderschönen Bilsterberg. Hier war ich ja schon mal, Leute, und heute ist wirklich etwas Interessantes am Gange. AMG hat mich eingeladen, vorbeizukommen mit dem guten Curry, der hinter der Kamera ist. Und wir sollen heute den Mercedes-Benz C63 AMG über die Strecke peitschen. Genauer gesagt der C63 S AMG. Und ich bin ziemlich gespannt, denn man hat einfach mir eine Mail geschrieben, willst du vorbeikommen? Ich habe gesagt spontan, ja, okay. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, wir fahren mit diesem Auto nicht nur hier um den Bilsterberg rum, sondern auch über die Rennstrecke, über den Bilsterberg. Und ich bin eigentlich schon mal über eine Rennstrecke gefahren und das ging nicht so gut aus. Da war ich auch ziemlich fertig mit der Welt. Also mein Respekt an alle, die das können. Aber mal gucken, wie wir uns heute schlagen werden. Deswegen hüpfen wir jetzt gleich mal in die Karre rein. Wir haben super nette Menschen hier, die uns alles ein bisschen erklären. Und dann sage ich euch noch ein bisschen, wie ich das Auto finde. Ist einfach so ein random Vlog, einfach so wie so ein Fahrbericht für euch. Nur ich kann euch vorweg sagen, es wird ein toller Tag. Los geht's! So Freunde, wir sind jetzt drin. Ja, so sieht das Ganze aus hier, das Event am Bilsterberg. Aber man muss eins sagen, ich habe wirklich Schiss, auf die Rennstrecke zu gehen. Denn ich bin hier schon mal gefahren. Es gibt auch ein Video, da habe ich versucht, mich selber zu filmen. Es hat nicht funktioniert. Die Kamera ging die ganze Zeit von links nach rechts. Ich habe euch das Video unter dem Video mal verlinkt. Das Video unter dem Video. Und die Autos stehen schon alle draußen bereit, ja. Deswegen, Leute, drückt mir die Däumchen, dass der Kevin und ich wieder lebendig ankommen. So, da sind wir jetzt und so sieht es hier aus. Die ganzen Fahrzeuge sind aufgereiht. Ja, das sind die Führungsfahrzeuge, wenn wir gleich über den Bilsterberg fahren. Ich bin ziemlich gespannt, weil das ist halt nicht echt, nicht ohne. Diese Strecke bin ich, wie gesagt, einmal gefahren und ihr habt die krassesten Höhenunterschiede überhaupt. Und ihr macht euch wirklich in die Hose. Ihr sitzt jetzt da zu Hause. Mach mal, mach mal. Ja, selbst der Curry traut sich nicht zu fahren, Curry, ne? Ich bin ja schon gefahren. Ja, halt das Maul, der hat immer so einen Fuß. Also, wir fahren dann mit den schwarzen Autos, C63 AMG. Ja, und damit geht es dann straight auf die Strecke. Und der Curry wird dann filmen, wie ich sterben werde. Ich habe auch eine GoPro dabei, die ich gleich dann drin befestige. Also ihr seht das dann, maximal sind so 150, die wir fahren. Ich glaube nicht, Leute. Wenn ihr euch das trauen, schreibt mal gerne in die Kommentare. Und die nächste Szene ist dann schweißgebadet. So, Freunde, das ist der Ofen. Ja, wir haben die Limousine bekommen und 510 PS stecken da drin. Wir fahren jetzt 3-4 Runden. Ich fahre erst alleine. Also der Kevin, der wird später dazukommen, weil das Ding ist, dass wir uns erstmal mit dem Modi auf dem Bilsterberg vertrauen machen. Erst fahren wir im Komfort an und dann geht es weiter bis Sport Plus. Ich bin ziemlich aufgeregt, weil ich ganz ehrlich, ich sage euch, das sind die ohne. Ja? Aber ich freue mich drauf. Ich zeige euch mal, wie das Auto von innen ausgekommen ist. Ja, das ist halt, wenn man sich das anguckt, nicht mal irgendwas. Das ist schon ziemlich krass. Und dann müssen wir auch die Helme anziehen. Also, wie gesagt, ich habe keine Erfahrung. Die mit mir fahren, eine davon, hat Erfahrung mit Lamborghini schon beim Bilsterberg gefahren und die andere mit Mustang. Und ich noch nicht. Das wird richtig spaßig. Naja, drücken wir die Däumchen. Ich filme das ein bisschen mit GoPro und gleich seht ihr aber auch noch Fahrt Sam in der Curry reinspringen. Gucken wir mal den Kopf. Oh. Boah. So, Leute. Ein Racing-Fahrer habe ich. Ne? Macht man das überhaupt so? Ist das richtig? Ja, doch, so? das ist richtig. Da muss so, das ist normal. Ich kenn mich damit aus. Her mit dem Geld, Mann. So, Helm. Ah. Ist das richtig so? Ja, das musst du noch zumachen, ne? Warte. Jetzt sag mir nicht, du hast die Schlaufen da oben vergessen. Welche Schlaufen? Du musst doch zumachen. Ey, die waren doch hier unten gerade. Mach mir ein bisschen Sorge, dass ich einen Helm benutzen muss, ne? Wo ist das denn? Sicherheit geht vor, ne? Wo ist das, Curry? Da musst du zumachen. Ich weiß es nicht. Kannst du da zumachen? Wie läuft das denn hier? Wie macht man das jetzt zu? Macht man das jetzt hier durch oder was? Weiß ich nicht, ich sehe. Alter, ich habe noch nie so einen Helm zugemacht. Willst du mich verarschen? Nee, ja. So, fertig. So, Leute, ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, aber das Geile ist, dieses Auto fährt voraus und wir fahren jetzt hinterher. Das ist unser Fahrer hier, der uns voraushält, ja. Der wird dafür sorgen, dass ich heute sehr viel abnehme. So, okay. Dann rein da in den Ofen, ich muss da die GoPro befestigen und dann gleich seht ihr aber noch eine Runde, wie wir richtig fahren, also mit der richtigen Kamera. Und apropos, der Curry filmt das ein bisschen von außen und der muss die Linse mal sauber machen. Vielleicht kriegst du das noch hin. Ich putze da immer eine Runde. Ja, okay. Oh, scheiße. Ja, so klingt mein Magen auch immer, wenn ich Hunger habe, ne? So, ja, drückt mir die Däumchen, wir fahren erst im Komfortmodus und dann können wir an dem Schalter den Modus immer ändern. Das ist Sport, Sport Plus und Race. Also, auf geht's. Okay, ja, tschüss, ne? Bis dann. Ich hab's mir echt viel schwieriger vorgestellt. Ja, das ist nichts. Spielplatz. Ah, ja, ey, das macht mega Laune, Leute. Hast du direkt Bock, nochmal eine Runde zu fahren? Ja? Und du musst das auch mal machen, Curry. Also so schlimm ist es. Es ist wirklich echt, wirklich. Also ich hatte echt gedacht,
Aber der macht das so entspannt mit dir. Ich bin auch das Maximale, was ich kam, in, weiß ich gar nicht, 150 oder so. Und du lernst, also du... Warum hältst du deinen Kopf fest? Du wirst, weiß ich auch nicht. Du bist so, ich weiß, kann man nicht überhaupt verstehen, du bist so gut herangetastet, also mega. Also ich bin wirklich jetzt gerade alle Modi gefahren und es ist echt... Schön nochmal! So, Freunde, wir wechseln jetzt von der Limousine auf diesen Wagen. Hier ist ein Coupé und der hat natürlich beide Reifen und alles. Ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Aber damit fahren wir jetzt vielleicht, das ist diesmal unser Fahrer, ja? Ein richtig guter Kerl. Der fährt bestimmt auch nicht so schnell, ne? Wir führen dich schön langsam ran. Okay, hat ja gerade auch gut geklappt. Ja, Leute, ich würde das gerne aus dem Auto filmen, weil das Problem ist, die GoPro, die ist immer so lose, das ist halt scheiße. Deswegen werden wir das nachher machen, dass wir mit dem Beifahrer nochmal fahren, wenn es klappt. Ne? Okay. Machen wir erstmal C63 SQP. Okay, ihr habt's gehört, Leute. Oh Mann. War schön, dich kennengelernt zu haben, Dennis. Mein Gott, ey, also mit dem Wagen war es noch ein bisschen krasser, aber ich will noch mal, es macht so Spaß. So wie Achterbahn? Es ist nicht wie Achterbahn, also wenn du wirklich im allerletzten Modus fährst, im Race-Modus, erstmal scheppert dir der Wagen und du hast halt einen Helm auf und es ist halt so laut, aber es ist einfach, alter Schwede, ein Traum. Mega cool, ey, vielen Dank. Also ich hoffe, ich war nicht allzu schlecht. Nein, sehr gut. Das erste Mal Rennstrecke, echt super. Oh, hat Spaß gemacht? Ja, ey, ich könnte bis heute nochmal fahren. Ja, mega cool. Ich habe gerade jemanden gefunden, der hat noch einen besseren Job als ich. Und zwar kann man Eis hier bestellen und das wird dann einfach fertig machen. Sie haben heute frei, ich übernehme das. Boah, wie cool. Kurz zur Information noch. Also, wir haben eine E-Mail von Mercedes bekommen, die uns eingeladen haben, hier vorbeizukommen, ja, beim wunderschönen Bilsterberg. Und wir haben jetzt eine Route bekommen, wo wir langfahren können. Das Auto gehört nicht mir, leider Gottes, ja. Ist ein richtig schönes Fahrzeug, ein C63S aus dem Hause AMG, kommt bald erst auf den Markt. Und wir haben jetzt schon die Möglichkeit, damit eine Runde zu fahren. Das ist wirklich alles digital, was ihr euch vorstellen könnt. Und ich zeige euch das Auto mal. Wir reden hier von 510 PS, die unter diesem wunderschönen Motorhäuschen schlummern. Also das ist schon einiges. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es cool, dass ich das Privileg habe, dieses Fahrzeug fahren zu dürfen. Und über die Rennstrecke, ihr habt es ja gesehen, da werdet ihr auch gleich noch Szenen bekommen. Aber ich komme mal kurz zu dem Auto. Es ist ein sehr aggressives und sehr lautes Auto. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Einmal, wobei, das erzähle ich euch im Auto. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Freunde, wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Wir haben eine Route vorgeschlagen bekommen. Ja, ich muss euch ein paar Sachen erklären. Also, wir fahren gerade im Komfortmodus. Das bedeutet, dass das Auto sehr, sehr auf lange Strecken und auf ein sehr komfortables Fahren ausgerichtet ist. Aber dann ist natürlich nichts für mich, denn ich fahre mit einer ganz anderen Einstellung, die zeige ich euch jetzt mal. Also, das ist unser Cockpit. Ja, wir haben jetzt hier alles, wirklich alles ist digital bei dem Fahrzeug. Wir können hier drauf drücken, an dem Rädchen drehen und können dann das Auto auf Sport, Sport Plus oder Race stellen. Ja, Race ist natürlich das lauteste und wir haben die Möglichkeit, die Abgasanlage entsprechend, hört euch das an, die Abgasanlage anzupassen, indem wir hier diesen Schalter betätigen am Lenkrad und dadurch wird das Auto wieder lauter oder leiser, ist ja logisch. Und man kann während der Fahrt den Mode ändern. Alles, was ihr seht, ist digital. Ja? Also das Cockpit ist komplett digital. Auch wenn ich jetzt das Lenkrad verstellen möchte, das ist wirklich alles digital. Ziemlich krass auf jeden Fall. Man hat ein Head-Up-Display, das finde ich auch sehr, sehr schön angenehm beim Fahren. Aber was ich persönlich sagen muss, dieser Klang dieses Autos, ja, und wie das alles aufgebaut ist und übereinander gestimmt ist, die Farbkombination zwischen Schwarz und Gelb, ist meiner Meinung nach ziemlich krass und es sieht sehr sportlich aus. Und hört euch das mal an. Was ist das für ein Auto? Ja, also egal, ich komme mal zu den einzelnen Punkten. Wenn wir jetzt zum Beispiel im Komfortmodus fahren, wie ich gesagt habe, ist das so, dass wir natürlich sehr lange Distanzen fahren können und im Sport wird schon ein bisschen lauter, die Lenkung wird ein bisschen direkter. Wenn wir aber wirklich im Sport Plus oder im Race Mode fahren und du lenkst, dann hast du wirklich eine 1:1 direkte Lenkung und das habe ich gerade auf der Rennstrecke auch schon gemerkt. Eine Sache noch zur AMG, bei den Motoren ist es so, dass jeder Motor von einer Person hergestellt wird, von entweder von einer Frau oder von einem Mann. Und dann steht auch auf dem Motor, das zeige ich euch nachher noch, ein Siegel, wo dann die Unterschrift von demjenigen eingraviert ist. Das ist richtig krass, weil man möchte natürlich seinem Image treu bleiben bei AMG und hat natürlich dann eben das auch weiterverfolgt. Also ich finde es mega cool. So, das ist erstmal hier aus dem Cockpit. Ja, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was ihr von dem Auto haltet. Ich bin wirklich geflasht.
Und das ist nicht so, dass ich jetzt für dieses Video Geld bekommen habe oder so, sondern es ist wirklich so, dass ich einfach gerade jemand hier bin, der spontan hingefahren ist und mega Spaß daran hat, das Auto zu fahren. Meine Meinung ist nicht gekauft oder so, Leute, ne? Nur, dass ihr das nicht denkt, sondern ich bin wirklich jemand, der gerade Spaß hat. Und wenn ihr mal in diesem Auto sitzen könnt, werdet ihr merken, dass ich recht behalten habe. So, Fahrerwechsel gemacht mal für ein kleines Stückchen Curry. Wie fährt es sich denn? Er fährt sich wunderbar. Ja? Solange ich 10 fahre, ist alles gut. 10? Ja. Würdest du das Auto kaufen? Ich würde das Auto kaufen? Ne, würdest du dir das Auto kaufen? Sagen wir, du hättest jetzt das Geld. Boah, weiß ich nicht. Also, oder lieber Fiat Multipla? Ne, also für so ein bisschen rumheizen, also kann man auf jeden Fall mal, wenn man das Geld hat jetzt, dann auf jeden Fall mal zugreifen. Was gefällt dir denn am besten an dem Auto? Was mir am besten gefällt, der Sitz, wo du gerade drauf sitzt. Ja? Das ist nämlich sehr bequem, weil auch für große Leute kann ich schön meine Beine da ausstrecken. So. Also guck mal. Echt angenehm. So sieht das aus meiner Sicht, kann man das so gut sehen? So sieht das aus meiner Sicht aus. Ich kann komplett mich strecken. Ja? Sehr, sehr schön. Aber als Fahrer, was gefällt dir da am besten? Als Fahrer, ja, weiß ich nicht. Also ich bin das eigentlich nicht so gewohnt, halt so diese Autos, diese Art von Autos. Warum? Ist halt, wenn du Gas gibst, dann geht halt schon ein bisschen flotter, als wenn man so mit seinem Auto da rumdüst. Ne? Das ist halt schon was anderes, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sich das so entspannt fährt eigentlich. Also ich meine, so wie du fährst, das ist ja Höllenritt, aber ich fahre ja hier schön uns entlang schaukeln, weißt du? Aber guck mal hier, kannst du wenigstens schön die Natur genießen, wenn du hier lang düst, dann kannst du gar nicht sehen, ey. Ja, Curry. Weil ich ja noch nicht gesagt habe, ne? Was denn? Das heute alles ist ein Prank. Ich habe alle eingeladen und so. Das Auto gehört jetzt dir. Oh, geil, Alter. Geiler Typ, Alter. Warum ist er Klebe? So, Freunde, jetzt geht's los. Wir nehmen euch mal eine Runde mit. Ja, das ist das Führungsfahrzeug. Ihr seht, ein wunderschöner GTR aus dem Hause AMG. Und wir fahren mit dem Coupé hinterher. Ja, ich habe es euch gerade schon gesagt und jetzt seht ihr mal, wie das aus dem Auto innen drin aussieht. Also das Problem ist, der Kevin versucht zu filmen, das ist nicht so einfach. Ne? Also wenn es wackelt und so, verzeiht ihm. Ja, los geht's. Ne? So, Leute, es geht los. Also eigentlich durften wir nicht mehr fahren. Aber Mercedes hat uns dann nochmal die Möglichkeit gegeben. Und der Fahrer vorne, der gibt uns alle Infos immer per Funkgerät, ja. Der fährt da vor uns, da sitzt auch die gute Tanja drin und los geht's. Fahren wir auf Rennstrecke. Oh, die Sonne kommt jetzt auch gut runter. So, also muss dazu sagen, ich bin eigentlich noch nie auf eine Rennstrecke gefahren, außer heute, das erste Mal jetzt. Und es macht mega Laune. Also an jeden, der die Möglichkeit hat, sowas zu machen, macht das. Ich glaube, am Bilsterberg kann man sowas auch machen. Müsst ihr euch mal erkundigen. Aber kurze Erklärung. Wir haben hier ziemlich krasse Höhenunterschiede und es gibt halt an manchen Spots die Möglichkeit, dass man erkennt, wann man bremsen soll. Da sind dann so blaue Pylonen da und wir fahren auch gerade noch very smooth. Und er gibt uns eigentlich immer per Funk, aber da ich ja schon eine Runde mit ihm gefahren bin, immer wieder an. Wie man jetzt zum Beispiel hier die blaue Pylone, da bremsen wir. Der gibt uns dann immer an, wann wir wie fahren müssen und so weiter. Und jetzt kommt zum Beispiel, kann der Curry mal filmen. Diese wunderschöne Stelle hier, da fährt man runter, bremst sie ab, fährt hier lang und dann, schön hier an der Gerade, und jetzt kommt es halt, man fährt einfach ins Nichts. So, pass mal auf, guck mal, man fährt da oben jetzt hoch mit voller Geschwindigkeit und man kann halt nicht einsehen, was jetzt kommt. Ja, also das ist doch relativ harmlos, ich bin vorhin deutlich schneller gefahren. Und hier soll man zum Beispiel kein Gas geben, einfach schön in die Schikane rein, zack und zack. Und dann hier voll Beschleunigung. Ja, also natürlich geht es noch schneller, aber er richtet sich nach uns, was gut ist, weil ich moderiere noch nebenbei. Blaue Pnöppel wieder, wir müssen wieder bremsen. Es geht nach links rum, ja, schön in die Kurve rein. Es macht so Laune, ohne Witz. Und ich muss sagen, die Jungs von AMG, auch die Fahrer, mega nette Leute. Also, ich muss sagen, es ist so cool, wie die einem das alles in Ruhe erklärt haben und so weiter. Nicht selbstverständlich, also die haben echt die Ruhe weg. Hammer. Oh, die haben sogar ESP ausgemacht, ja gut.
Aber so seht ihr auch mal, was für einen bescheuerten Job wir eigentlich haben. Nee, überhaupt nicht. Ich verschmelze gleich mit der Tür. Die drückt mich so rein. Aua. Aber es ist im Gegensatz zu vorhin, wie ich gefahren bin, noch relativ langsam. Ja, eben. Das ist ja das Erschreckende. Klimaanlage aus. Oh, shit, ey. Schön hier wieder rein. Ach, ja, das ist schön, das ist schön. Die Mausefalle wird richtig gut genommen von Bert. An zweiter Position. Soll ich ihn überholen? Das ist mich Ärger. So, und wieder schön hier hoch. Boah, wie das sein muss, wenn du das hier bei Regen fährst. Ja. Alter, du siehst ja halt nichts. Ja, jeder Fehler wird halt bestraft auf so einer Rennstrecke, ne? Das ist ja halt so. Schön hier wieder rein in die Schikane. Ich spüre die Schikane am eigenen Leib. Ich hab die schikaniert richtig. Oh. Ja, Freunde. Das is it, ne? Das is it. Das macht Laune, das ist Spaß. Danke auf jeden Fall, dass ihr mir so einen geilen Job gebt. Wirklich, ohne Witz. Dass ich solche Sachen machen kann. Ja, das ist echt cool. Hammer. Ciao, euer Lieb, Leute. Und wir beenden jetzt hier die Runde. Ja. Ich weiß, ihr hättet jetzt wahrscheinlich nie für Speed Payback gewünscht. Aber es ist halt das reale Leben und hier, wenn du ein Fahranfänger bist und du machst hier Fehler, dann bretterst du halt irgendwo gegen und das muss nicht sein. Deswegen, ne, ist es cool, dass er sich halt an uns anpasst und uns die Möglichkeit gibt, dabei noch ein bisschen zu quatschen, was nicht selbstverständlich ist, da alle eigentlich eine GoPro dabei hatten. Meine GoPro, lange Geschichte. Auf jeden Fall, ja, wir begeben uns jetzt mal wieder zur Boxengasse, glaube ich, oder? Nee, er will noch eine Runde, oder? Danke fürs Fahren, Alter. Nee. Boxengasse, mega. Leider dürfen wir dieses Auto hinter uns nicht fahren, aber ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen froh darüber, weil das ist echt, glaube ich, eine Bestie. Wir sind gerade hier oben lang gedriftet, hier runtergekommen. Mega krass, ja. Und da muss man schon ein Batzen Geld in der Tasche haben, um sich so ein Auto leisten zu können. Aber es ist auch mal cool, sowas mal selber zu sehen. Wir sind hier heute schon wirklich extrem, also wirklich extrem krasse Autos gefahren, ja. Aber die haben gerade einfach mal gedacht, komm, holen wir mal den Ofen aus dem Schrank. Dieses Auto ist unfassbar. Guckt euch das mal, wenn ihr hier am Steuer sitzt. Ja? Ich meine, dieses Auto werde ich wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben betreten. Aber das ist alleine, wie das alles aussieht hier, das ist unfassbar. Wir dürfen es leider nicht fahren, was ich aber auch verstehe. Nur, wenn ihr mal die Chance habt und eine Million auf dem Konto habt, ich weiß nicht, was das Auto kostet, keine Ahnung, was schätzt du? Der wird bestimmt 200.000, 300.000. Ich kann es nicht ein, weiß ich nicht. Wenn das jemand weiß, in die Kommentare gerne damit. Aber cool, euch das mal zeigen zu können noch. Machen wir die Tür zu werden, aber das habe ich vorhin nicht angesprochen, Leute, im Video. Guck mal, jeder Motor, da sieht man es ja auch, ja, hat dann eben die Signatur des Erbauers. Das finde ich halt bei AMG ziemlich krass. Und so sieht das Ganze dann aus, ne? Guckt euch diesen Wemser mal an. Holy moly. Hört euch das mal an, Leute. So, Freunde, das war es auch schon vom wunderschönen Bilsterberg. Ne, wir haben jetzt gleich 8 Uhr, das heißt, ich muss ins Bett. Ne? Ihr auch hoffentlich, wenn ihr das Video gesehen habt. War ein richtig cooler Tag hier bei Mercedes. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Und wir haben noch ein wunderschönes Leckerli am Schluss bekommen. Einen wunderschönen Ausblick auf den AMG GT 63S. Und man muss ganz ehrlich sagen, damit hat jetzt kein Mensch gerechnet. Also es gab ja immer schon Bilder und so weiter. Und dann kamen die damit runtergedriftet, ne? Aus dem Nichts. Und ich denke, was kommt denn da jetzt angefahren? Und dann kommen die halt damit. Auf jeden Fall cool, euch das alles mal zeigen zu können, wie so ein Tag bei so einem Auto-Event aussieht. Was ich bei Mercedes echt loben muss, und das sage ich nochmal, es war mega entspannt. Wir konnten echt hinkommen und einfach machen, was wir wollten. Also danke dafür, Leute. Ich gehe jetzt erstmal Dreieck drücken, ne? Strecke abdrocken oder was? Boah, das sind 4 Kilometer, ne? Ja, komm, auf geht's. Okay, aber ich muss noch Dreieck drücken, dann kann ich dich glauben.